Folgen Sie mir bitte, wir gehen in den Rathausdurchgang rein, weil wenn man raus auf den Luderplatz geht, dann sind die Glocken so laut, dass man nichts hört. Gott zum Gruße! Der Nachtwächter der Freien Reichsstadt Windsheim grüßt die holden Damen und die edlen Herren. Mein Name ist Heinrich Stiegler, ich werde Sie die nächsten anderthalb Stunden durch die Altstadt führen. Unsere Stadt feierte ja vor 6 Jahren ihre 1275-Jahrfeier. Das heißt die 1275-Jahrfeier der ersten urkundlichen Erwähnung. Der Ort ist wesentlich älter, weil er zu der damaligen Zeit schon eine Kirche besessen. Außerdem war das obere Eichstall, die sogenannte Windsheimer Bucht, schon in der Jungsteinzeit besiedelt. Und vor 31 Jahren, also anlässlich der 1250-Jahrfeier, habe ich damals den Festprolog verfasst und den setze ich immer am Anfang meiner Führung, damit die Leute einen Überblick über die Stadtgeschichte haben. Als Nachtwächter durch euch kund, dass fortan von dieser Stund zu feiern ist in dieser Stadt, die ihren 1281. Geburtstag hat. Als Bonifatius das Bistum Würzburg gründet, so wie die Chronik es verkündet, da machte Karlmann, der Frankenfürst, ein Edelmann und frommer Christ, die Kirch von Windsheim zum Geschenk. So steht's auf altem Pergament. Man schrieb für wahr nach Christi Geburt 741 Jahre. Windsheim war fortan des Bistums Würzburgs Untertan. Als Windsheim bereits zum Markt erkoren, da hat das Bistum an das Reich verloren, weil Würzburgs Bischof Schuld auf sich geladen, ging Windsheim an des Kaisers Gnaden. Der Kaiser selbst hat ohne Zagen hier das Stadtrecht angetragen, umgrenzt von einem Mauerwall trutzte es der Feinde all. Durch Handel und Erzünfte stand die Reichsstadt ihre Blüte fand. Kaiser und Könige waren oft zu Gast. Es war weniger Gunst, doch viel mehr Last. Die meisten hatten viele Schulden, die Windsheim beglich mit harten Gulden. Von den Kaisern oft verpfändet, im 30-jährigen Krieg arg geschändet. Geplündert waren Hab und Gut, die Best, sie forderte ihren Tribut. Und als all das überwunden, kamen neue Schreckenstunden. Im Spital ein Brand ausbrach, die Stadt in Schutt und Asche lag. Dass unsere teure Vaterstadt all das überstanden hat, das verdanket sie zumeist ihrem altehrwürdigen Reichsstadtgeist. Dem Phönix aus der Asche gleich erstand Windsheim neu im Heiligen Reich. Das Rathaus und St. Kilian wieder neu erstand und grüßen weithin übers Land. Es folgten gar unstete Zeiten. Es wechselten oft die Obrigkeiten. Mal gehörte sie zu Preußen, mal nach Frankreich schon, kurz zu Österreich, dann wieder zu Napoleon. Durch den Frieden von Schönbrunn kam Windsheim zusammen mit Ansbach-Bayreuths Fürstentum endgültig bis zur heutigen Zeit zu Bayerns Obrigkeit. Als Bayern die Stadt in ihre Obhut nahm, das Ende der Freien Reichsstadt kam. Waren die Zeiten dennoch hart, so solltet ihr nun feiern auf fränkische Art. Bürger, Mann, Weib und Kind, Knecht, Magd, das Gesind, Gesellen, Meister und die Zünfte all sollen feiern allzumal nach Federsitt und all dem Brauch, nach harter Arbeit feiern auch. Dies gönnet euch früh und spart, der Herr Bürgermeister und der Hohe Rat. So, das war also in Kürze die Stadtgeschichte, 741 erstmals urkundlich erwähnt. 1234 wurde Windsheim das Marktrecht verliehen und ein Jahr später musste der Würzburger Bischof aus Sühne den Ort an den Kaiser abtreten, weil sich der Würzburger Bischof zusammen mit den Bischöfen von Augsburg, Speyer, Worms, Straßburg, Mainz und der Abt von Fulda haben sich auf die Seite von König Heinrich VII. Geschlagen und sie wollten dem Staufer Kaiser Friedrich II. Die Kaiserkrone streitig machen. Und sie sind dabei unterlegen und der Ober sticht den unter. Und nachdem sich der Würzburger Bischof auch beteiligt hat, musste er aus Sühne den Ort an den Kaiser abtreten. Und das war eigentlich die Geburtsstunde für die spätere Freie Reichsstadt. Weil unter dem Würzburger Bischof wären sie ja ewig Untertanen geblieben.
Beim Bau des Rathauses im Jahre 1713 hat man auch Wert auf die Prangernischen gelegt. Da wurden früher die zänkischen Weiber mit der Halsgeige hingestellt und jeder, der vorbeikam, konnte sie beschimpfen, bespucken oder mit faule Eier bewerfen. Hier unten beim Brauhaus Döbler, wo unsere Tour dann endet, da war das Würzburger Tor. Dann war hier unten das Johannistor. Dann ging es hier hinterm Kloster rum. Und beim Rill vorbei und am schönen Brunnen war dann das dritte Seetor, das waren die drei Tore. Insheim hatte immer drei Tore. Ja, nachdem die ersten ihr Häuschen an die Stadtmauer hingepappt haben und dass die dann auch geschützt waren, hat man einen zweiten Mauerring rumgelegt und der ist in etwa nach dem nächsten Straßenzug nachvollziehbar. Als wir hier unten bei der Kirche zur Heiligen Maria am See war also das Seetor. Die Kirche zur Heiligen Maria am See wurde 1400 und 1401 von Peter Kumpf errichtet. Das war die ehemalige deutsche Rechen- und Schreibschule. Also oben am Lutherplatz, das war das Gymnasium, die Lateinschule und da würde man heute sagen Grundschule oder Hauptschule. Es war ja so, zu der damaligen Zeit gab es noch keine Schulpflicht und nur die Eltern, die sich leisten konnten, ihren Knaben auf die Schule zu schicken, denn es wurden nur die Knaben unterrichtet, sie mussten dafür Schulgeld bezahlen, genauso wie sie später Lehrgeld bezahlen mussten, wenn der Sprössling bei den Zunftmeistern ein Handwerk gelernt hat. Die Schulmeister waren die Zuchtmeister der Nation. Die Prügelstrafe mit dem Rohrstock oder andere Gemeinheiten auf Holzscheit nie mal an der Tagesordnung, denn sie sollten ja zu brauchbaren Bürgern getrimmt werden. Verköstigt wurden sie von der Spitalküche. Also sie waren schon sehr modern, haben damals schon Catering gehabt. Essen soll allerdings nicht das Beste gewesen sein, denn es gibt Aufzeichnungen über das hundsmiserable Essen von der Spitalküche. War auch das Johannistor. Später wurde daraus das Johannitertor. Naja, ganz umsonst ist er nicht gekommen, weil 44.000 Mann, die brauchen ein wenig was zu beißen und ein wenig Geld für seine Kriegskasse, hätte er auch gern gehabt. Gustav Adolf kam ja nicht als Feind, sondern als Verbündeter. Weil Winsheim hat die Confessio Augustana, das Bekenntnis zur Lehre Luthers, am Reichstag in Augsburg 1530 als vorletzte unterschrieben. Hier haben wir so ein typisches Wirtshaus aus der damaligen Zeit, die ihr Bier noch selber gebraut haben. Es ist übrigens auch das älteste Gasthaus in der Stadt. Wir haben hier oben so ein kleines Vordach, das nennt man Krüppelwalm und da ist unten so ein schräger Balken, die Biek und da ist eine Holzrolle drin. Außen hat man dann die Säcke hochgezogen, oben in der Giebelspitze war also die Hopfendarre. Da wurde der Hopfen getrocknet und wenn Sie mal Gelegenheit haben, hier reinzugehen in das Wirtshaus, das schaut noch genauso aus wie zu Gustav Adolfs Zeiten. So eine niedrige schwarze Decke, nur mit dem Unterschied, jetzt ist elektrisches Licht drin und an den Wänden hängen Fotografien von den Stammgästen. Ansonsten schaut die aber noch genauso aus. Naja, und dann war im September 1632 Gustav Adolf das zweite Mal in Winsheim. Da kam dann auch noch seine Frau Eleonore mit ihren Frauenzimmern. Und die wohnte hier in diesem Eckhaus, darum ist hier oben eine Tafel angebracht, dass hier vom 15. bis 17. September 1632 Maria Eleonore, die Gemahlin des Schwedenkönigs, wohnte. Wilhelm Steller. Er ist also hier in Winsheim geboren, er besuchte ebenfalls die Lateinschule, er war auch einer von den Kurgenaben. Und er hat als Jahrgangsbester mit 20 Jahren sein Abitur gemacht, bekam von seiner Vaterstadt ein Stipendium, ist nach Wittenberg gegangen und hat Theologie studiert.
Aber nach dem Stadtbrand von 1730 ist dann das Geld von der Vaterstadt ausgeblieben. Und so musste er sich auf eigene Faust durchschlagen. Und so hat er dann hauptsächlich in der Frankschen Stiftung in Halle seinen Lebensunterhalt als Hilfslehrer in Latein verdient und hat nebenbei Medizin, Zoologie und Botanik studiert. Und als er dann fertig war, hat er seiner Vaterstadt einen Brief geschrieben, aber die haben ihm nicht einmal mehr geantwortet. Die waren wahrscheinlich sauer, weil er auf eigene Faust das Theologiestudium geschmissen hat. Und da er keine Zukunftsperspektive im Heiligen Reich sah, ist er über Berlin nach St. Petersburg gegangen, war zuerst Leibarzt beim Erzbischof in Nowgorod. Und als dann die zweite Kamtschatka-Expedition gestartet ist, hat er sich gemeldet. Und nachdem er Mediziner, Zoologe und Botaniker war, wurde er sogar beauftragt, die Expedition zu leiten. Er hat akribisch Buch geführt und alle Tiere und Pflanzen, die er neu entdeckt hat, tragen in der lateinischen Bezeichnung den Namen Stelleri. Das ist einmal der Smaragdeichel her, die Riesenschreckente, ein Seelöwe, der Seeadler und die Stellersche Seekuh. Die Stellersche Seekuh war ein pflanzenfressender Meeressäuger aus den nordischen Gewässern, wurde bis 8 Meter lang und wog bis zu 4 Tonnen. Hier auf dem freien Platz stand einmal das ehemalige Augustinerkloster. Das Augustinerkloster wurde gegründet von der Familie Geiling auf Schloss Rellinghausen in Illesheim. Aus dem Geschlecht der Geiling ging dann später der Raubritter Eppelein von Geilingen hervor. Und noch später hat Götz von Berlichingen bei den Geilings eingeheiratet. Das Kloster wurde in der Reformation aufgelöst. Denn es waren ja nur noch 3 Augustinermönche da und die haben sich dann der Lehre ihres Augustinerbruders Martin Luther angeschlossen und sind ebenfalls Protestanten geworden. Die Klosterkirche wurde hier abgerissen, die Besitzungen des Klosters gingen in den Besitz der Stadt über. Am Ende des 30-jährigen Krieges standen von 500 Häusern 250 leer. Außer Mäuse und Ratten und ein paar Katzen gab es nur noch ein Säugetier in der Stadt und das war ein Pferd. War wahrscheinlich so ein alter, klapperlicher Gaul, weil sonst hätten der Wrangel mitgenommen. Weil können Sie sich einmal vorstellen, wie vegan die damals gelebt haben, ohne Fleisch, ohne Milch. Konnte man sich seine Milchspeise und sein Brot noch mit Wasser anrühren, sofern man noch eine Milch gehabt hat. Also es war eine schreckliche Zeit. Neben Krieg und Pest auch noch der Hunger. Aber 65 Jahre nach Ende des 30-jährigen Krieges war die Stadt schon wieder in der Lage, so ein pompöses Rathaus zu bauen. Das Rätsel Lösung liegt in dem großen Haus hier. Das ist das Oberrichterhaus oder Kegethaus. Die Keget haben es verstanden, aus kleinen Verhältnissen heraus zu einem Großhandelsunternehmen aufzusteigen, also so ein kleiner Aldi. Und er hat wahrscheinlich nur ein wenig Geld in der Hinterhand gehabt. Er hat die Wechsel der Stadt aufgekauft und die Kriegsschulden in Nürnberg bezahlt. Windsheim hatte 10.000 Gulden Kriegsschulden in Nürnberg. Und zur Grundsteinlegung im Jahre 1713 ist er zum Oberrichter ernannt worden. Windsheim hatte immer 25 Ratsherren und davon waren 5 Bürgermeister und der älteste von den Bürgermeistern war der Oberrichter. Er war also sozusagen auch der Oberbürgermeister. Ist das älteste erhaltene Steinhaus in der Stadt. Und hier haben wir noch so einen Wundenpunkt in unserer Stadt. Hier wohnte Leopold Waldmann und seine Frau. Er war Jude, Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg, ein glühender deutscher Patriot. Und er hat gesagt, ich habe für Deutschland gekämpft, mir passiert nichts. Seine ganze Verwandtschaft ist nach Amerika ausgewandert. Und er hat gesagt, mir passiert nichts. Ich habe für Deutschland den Kopf hingehalten. Das war ein Trugschluss.
Dann wurde er zum Notar zitiert, weil in Deutschland muss ja alles seine Ordnung haben. Dann musste er sein Haus weit unter Wert an irgendeinen Parteibonzen verkaufen. Das wurde dann notariell besiegelt und im Grundbuchamt eingetragen. Und sie wurden anschließend deportiert. Oberrichterhaus im Volksmund heißt auch Teufelshaus. Das kommt aber vom Familiennamen. Denn hier wohnte Georg Teufel. Und wenn Sie Geschichte vom königlich-bayerischen Amtsgericht kennen, wenn der Gerichtsdiener immer niedergemisst hat zum Herrn Ökonomierat, zum Herrn Breu, unser Georg Teufel war genau dasselbe. Er war Brauereibesitzer, Ökonomierat, königlich-bayerischer Landtagsabgeordneter und Bürgermeister dieser Stadt. Das ist unser schöner Brunnen. Das ist auch einer von den 15 öffentlichen Brunnen, die es nach dem Bau der dritten Stadtmauer gegeben hat. Hier verlief auch die erste Stadtummauerung. Und die zweite Stadtummauerung war noch vor der Kirche zur Heiligen Maria am See. Und die Statue oben auf dem schönen Brunnen, es ist Kaiser Karl der VI. Kaiser Karl der VI. war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches aus dem Hause Habsburg. Und er hat seine Lehren aus den spanischen Erbfolgekriegen gezogen. Wenn die Erbfolge nicht geregelt ist, gibt es Streit, Krieg und Blutvergießen. Und nachdem sein einziger Sohn schon im Kleinkindesalter verstorben ist, hat er per kaiserlichem Dekret erlassen, dass seine älteste Tochter die Kaiserkrone übernimmt. Und die älteste Tochter war keine geringere wie Maria Theresia. Maria Theresia hatte ja nur 16 Kinder. Sie hat also dafür gesorgt, dass die Dynastie der Habsburger bis in die heutigen Tage erhalten geblieben ist. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich einmal dieses Fachwerkgebäude an, Gasthof Hotel zum Storchen. Dieses Gebäude wurde ehemals als Bauernhaus errichtet im Jahre 1296. Es ist also über 100 Jahre älter als die Seekapelle und es ist somit das älteste Bürgerfachwerkhaus Bayerns. Unsere Stadt hat ja kürzlich, hier wurde ja kürzlich der fränkische Ableger der Deutschen Fachwerkstraße gegründet. Also wir haben schon Pfunde, mit denen wir wuchern können. Und vor allen Dingen für die damalige Zeit, das Gebäude hat einen Grundriss von 400 Quadratmetern. Konrad Förster aus Mitleid der Armen und Kranken, die auf den Straßen herumliegen, das Spital gegründet. Aber das Spital war noch außerhalb der zweiten Stadtmauer. Weil mit den Kranken wollte man ja in der Stadt nichts zu tun haben. Erst beim Bau der dritten Stadtmauer musste man dann notgedrungenerweise das Spital in den Schoß der Stadt mit aufnehmen. Es war ja so, es gab ja früher keine Krankenversicherung und nichts. Und wenn einer dann krank, alt und gebrechlich wurde und Hilfe brauchte, dann hat er halt sein Häuschen oder seinen Acker dem Spital vermacht, damit er gepflegt wurde. Und somit ist das Grundvermögen der Hospitalstiftung auf 70 Hektar angewachsen. Der Nachtwächter ist ein vielgefragter Mann, wichtig und unentbehrlich. Die Welt verlangt mehr als er kann und ehrt ihn mehr als spärlich. Wilde Tiere, Nachtgespenster, wenn der Dieb schleicht durch das Fenster, hört man des Wächters Ruf vom Platz, sind sicher Mann und Maus und Katz. Er ist für viele Dinge da, die nachts geschehen, immer da. Er schützt das Haus vor Feuersbrunst, genießt darob doch wenig Gunst. Er wacht an Toren, wacht auf Straßen, an jedem Eck, in engen Gassen. Laut schallt sein nächtlich Honnes Ruf, ein Glück, dass Gott dies Mannsbild schuf. Er hat unheimlich viele Pflichten, die alle nachts er muss verrichten. Doch eins füge ich zum Schluss noch ein, der Nachtwächter damals war ein armes Schwein.
Naja, er gehörte zu den drei niederen Berufen. Als erstes kam der Henker, dann kam der Totengräber, die haben manchmal ein wenig Hand in Hand gearbeitet. Und dann kam schon der der Nachtwächter. Im Zeitalter, wo Hexen waren und Aberglaube an der Tagesordnung war. Und er schleicht dann nachts durch die finstere Stadt und hat keine Angst, da musste er mit den finsteren Mächten im Bunde stehen. Also ganz geheuer war er ihnen nicht, aber sie waren froh, dass einer da war, der aufgepasst hat, dass kein Feuer ausbrach und dass sich kein Gesindel in der Stadt rumtreibt. Denn die größte der Gefahren war einfach das Feuer, weil Licht und Wärme war in der damaligen Zeit immer mit offenem Feuer verbunden. Und wenn dann Feueralarm war oder wenn er seine Stunde angesungen hat, dann hat er ins Horn gestoßen. Es geht noch lauter. Und dann hat er gesungen. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, unsere Uhr hat 10 geschlagen, 10 Gebote setzt Gott ein, hilft, dass wir gehorsam sein. Menschen wachen kann nicht nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Güte und Macht, gib uns eine gute Nacht. In diesem Sinne wünscht der Nachtwächter der Freien Reichsstadt Windsheim den holden Damen und den edlen Herrn eine geruhsame Nacht, ein gesundes Erwachen, behüt euch Gott. Thank you.